Und der Arzt hat zu mir gesagt, ja, wir müssen sie jetzt sofort von Winterthur auf Zürich ins Unispital fliegen. Wir müssen operieren, weil das ist jetzt eben lebensbedrohlich mit dieser Hirnblutung. Und ich habe wirklich den Arzt dort noch gefragt, er könnte jetzt sterben. Und dann hat er wirklich gesagt, ja, jetzt wissen wir nicht mehr, wie es weitergeht. Eishockey, Spengler Cup, SRF. Wenn man eigentlich diese drei Wörter sagt, dann weiss man schon, wir reden von Jan Biedner. Ich könnte jetzt noch sagen, Sport aktuell oder Davos, und dann wäre es sowieso klar gewesen, aber ich glaube, die anderen drei langen schon. Schön, bist du bei uns in der Sendung, Jan. Danke für die Einladung, ja. Bin gerne gekommen. Die erste Frage ist immer von 1 bis 10. Was ist dein Flow-Level zum jetzigen Zeitpunkt? Oh, ich bin, habe mich recht können steigern. Also ich bin... Ja, soll mir jetzt schon das 8. geben? Ja, gefühlt habe ich heute das 8. Vielleicht würde ich im 5. Jahr sagen, hey, die Skala geht noch viel weiter rauf, als du je gemeint hast. Du bist noch nie einer gewesen. Aber ich habe, mir geht es gut. Ich bin gut unterwegs. Sehr schön, das freut mich. Ist dein Flow-Level immer so hoch oder ist das irgendwie tagesabhängig? Nein, ich habe viel müssen dafür tun, dass es so ist. Und was ich aber jetzt mittlerweile geschafft habe, ist, dass das Level fast jeden Tag eben so ist. Also ich muss sagen, in meinem Leben hat es viele Schwankungen gegeben, in Sachen Flow eben auch. Und das ist mir gelungen durch viel Arbeit, das auf so einen konstanten Level aufzubringen. Das ist gerade so die Frage, viele sagen ja immer, man sieht dann die Leute, wie sie im Flow sind, wie sie erfolgreich sind. Aber der Weg, der harte Weg zum Teil, den sieht man manchmal nicht. Was war so dein Weg gewesen? Ja, genau. Ich habe mich zum Beispiel mal mit Meditieren auseinandergesetzt und das Gefühl gehabt, wenn ich ein Buch lese zum Meditieren, dann habe ich es dann gemacht, oder? Aber ich habe dann noch keine Minuten meditiert, oder? Also auch dort, wenn man will ruhiger, wenn man will achtsamer, wenn man will bewusster werden. Dann ist das wirklich ein Prozess, ja. Und den habe ich in Angriff genommen, den gehe ich auch mit meiner Frau zusammen, die da für mich eine ganz wichtige Partnerin und ein wichtiger Coach auch ist mit so gewissen Themen. Und das bringt es extrem. Also da habe ich Haufen gute Sachen können machen. Meditieren, Yoga, Sport. Und zwar einfach regelmäßig jeden Tag, nicht einfach irgendwie zweimal in der Woche, sondern dass man alle die guten Sachen, die es gibt, die man gerne macht, dass man die eben in jeden Tag irgendwo reinpackt. Und dann merkt man plötzlich, dass es zeitlich eben schon lange und manchmal auch 5 oder 10 Minuten ganze Haufen bringen können. Du bist 47, Jan. Also, ich musste zweimal lesen, als ich das gesehen habe. Also, ich hätte dich vielleicht in 40 oder so geschätzt. Aber ist Meditieren und jeden Tag Sport machen ein Rezept, dass man so fit aussieht? Ja, ich glaube, ich habe immer jünger ausgesehen, als ich wirklich war. Also, das war schon als Bube so gewesen. Und nachher in den 20er und in den 30er auch. Aber ich glaube schon, dass es mir heute eben auch körperlich sehr gut geht, weil ich wirklich viel dafür machen. Will ich gesund leben, irgendwie für viele klingt es vielleicht langweilig, ich trinke wenig Alkohol, ich schaue, dass ich genug schlafe, ich mache jeden Tag Sport, jeden Tag Bewegung, sagen wir es mal so. Und schauen, dass das Ganze im Fluss bleibt und ich denke, das zahlt sich eben dann schon aus. Musst du das vielleicht auch in dem Job, den du machst, Sportkommentator und Moderator, da muss man auch ein bisschen weit ausgehen, das wäre sonst vielleicht gar nicht mal so glaubwürdig, oder? Ja, vielleicht ist es ja sogar so. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es nicht auch anders würde gehen. Aber steht halt nicht Sport, im Vertrag. Nein, steht nicht im Vertrag. Aber Sport ist meine Leidenschaft. Und das hat mich mein ganzes Leben schon immer begleitet. Und ich bin eigentlich gar nicht der gewesen, der irgendwie wollte zuschauen, wie andere Sport machen. Sondern ich bin immer der Typ gewesen, der selber aktiv sein und selber will Sport machen, dass ich dann irgendwann nur noch zugeschaut habe, das ist dann halt so gekommen, ja. Kommen wir doch gerade zu deiner Geschichte. Eben, die meisten kennen dich vom Bildschirm, von SRF, als Moderator. Wer ist aber der Jan Billeter so in den jungen Jahren gewesen, oder als Bub? Einer, der einfach Hockey spielen wollte, vom Morgen bis am Abend, der den ganzen Tag auf dem Eis war, Davos, auf dem Natureis, von außen Hockey spielen, knebeln, ja, am Morgen, wenn die Eisbahn offen gegangen ist, rausgehen und wenn es dunkel geworden ist, wenn es gekommen ist, geht dies zu Eis putzen, wieder heimgehen. Also ist das wirklich dein Flow gewesen, schon in jungen Jahren? Oder ist das einfach in Davos normal, dass man Hockey spielt? Es gibt gar nichts anderes als vielleicht Skifahren und Hockey. Ja, es ist natürlich, Wintersport ist natürlich cool zu machen und so. Und Hockey war immer ein grosses Thema in unserer Familie. Meine Grosseltern hatten ein Hotel direkt neben der Eisbahn in Davos. Meine Mutter ist direkt neben der Eisbahn aufgewachsen. Meine ersten Jahre in Davos auch. Sehr nach bei der Eisbahn stattgefunden und dann ist man einfach Schlittschuh fahren. Und ich habe gesehen, wie mein,
Mein Götti, der war Hockeyspieler beim HCD, hat 17 Jahre in der ersten Mannschaft gespielt. Also das, ist, das Thema HCD und Hockey ist einfach in unserer Familie schon immer präsent gewesen. Und ich habe mir das gar nicht überlegt, wenn ich da auf die Eisbahn gegangen bin. Ich habe das Gefühl, rundherum haben einfach alle immer Hockey gespielt und dann habe ich das auch gemacht. Und du bist ja auch einer von denen, der es geschafft hätte, Hockey-Profi zu werden. Oder bist du sogar eigentlich auch gewesen, oder? Nein, Profi ja nie. Der Fuss war in der ersten Liga. Als ich in die erste Mannschaft gekommen bin, das kann man sich heute eigentlich gar nicht mehr vorstellen, was damals passiert ist. Der HCD Ende 80er Jahre ist von Nazi A in die Nazi B abgestiegen und dann gerade von Nazi B in die erste Liga abgestiegen. Muss ich das mal vorstellen. Und dort bin ich in die erste Mannschaft gekommen. Und dann wärst du gekommen und es wäre wieder aufgegangen, oder? Es wieder aufgegangen, ja, das stimmt dann sogar. Ja, genau. Wobei irgendwann bin ich dann nicht mehr dabei gewesen, was dann noch weiter aufgegangen ist. Aber einen kleinen Teil von dieser Rückkehr habe ich miterlebt. Ja. Aber zum Profi oder Spitzensportler hat es nicht ganz gelangt, aber das war nicht wegen dem fehlenden Talent, sondern wegen der Gesundheit. Ja, also wahrscheinlich. Ich bin ja der, der nie jetzt weiss, ob ich es jemals geschafft hätte oder nicht, den allerletzten Schritt zu machen. Ich habe zwar beim HCD in der ersten Mannschaft gespielt, aber eben in der ersten Liga und dann noch dreimal in der Nazi B. Aber eben die gesundheitlichen Probleme, die haben mich dort wirklich dann aus der Bahn geworfen und haben dann meine Karriere gestoppt und haben es unmöglich gemacht, dass ich weiter Sport machen konnte. Was ist denn das, dass du hast abbrechen musst? Ich hatte ein Problem mit den Nieren. Die Nieren die besteht aus verschiedenen Filtern, muss man sich vorstellen. Ein Filter ist der Eiweißfilter, wo eigentlich schauen sollte, dass das Eiweiß im Körper drin bleibt, weil es lebenswichtig ist, weil man das braucht. Und der Filter, der hat aus irgendeinem Grund, ja, wenn Befehl kriegt vom Immunsystem, Filter öffnen, hat sich geöffnet, das Eiweiß ist weggegangen. Ja, und wenn einer so Parameter nicht mehr stimmt im ganzen Prozess, dann gerade ein Haufen andere Sachen durcheinander. Und ja, das hat dann da für einige Turbulenzen gesorgt. Und dann hatte ich wirklich schwere gesundheitliche Probleme gehabt und eben immer wieder Rückfälle. Also man hat dann gemeint, man hätte das im Griff, Medikament genommen, Cortison genommen, der Filter hat sich geschlossen, eigentlich wieder gut gegangen, denkt, ich könnte wieder weiterspielen. Drei Matches gespielt in der Nazi B, hat wieder von vorne angefangen, okay, wieder Stopp, wieder kein Sport, wieder rauf mit dem Medikament, wieder ausschleichen mit dem Medikament, okay, wieder anfangen trainieren, wieder irgendwie Match spielen, wieder einen Rückfall gehabt und. Das war eine leidige Geschichte nachher. In welchem Alter hat das angefangen? Angefangen hat es kurz vor dem 19. Geburtstag. Ich weiss, denn den 19. Geburtstag bin ich zu Chur im Kantonsspital auf dem Schragen gelegen und habe eine Nierenbiopsie gemacht. Das ist so eine Geschichte, wo man auf dem Bauch, auf dem Schragen liegt und sie stecken da hinten irgendetwas sehr, sehr Spitziges einfach rein, bis sie in den Nieren drin sind und holen eine kleine Portion raus, um dann analysieren. Und ja, ich nehme an, das war für dich ein Weltzusammenbruch gewesen. Ich meine, du hast sehr wahrscheinlich das Ziel gehabt, Profi zu werden, oder? Ja, am Anfang habe ich gedacht, okay, gut, ja, gesundheitliche Probleme, ja, also das hat ja Ärzte und so und weiter und die helfen dem dann schon und dann ist alles wieder gut und es geht weiter. Ja, aber eben, es war dann mit so vielen Rückfällen verbunden gewesen. Wir haben probiert, mit dem Cortison dann einmal auszuschleichen. Cortison ist aber etwas, das in der Nebenniere produziert wird und wenn man viel halt dann dazu gibt in Form von Tabletten, dann hat die Nebenniere dann ja, keine Lust mehr zum Schaffen. Und der Wert, den man dann einmal beim Ausschleichen, einen gewissen Wert einmal unterschritten, wo die Nebenniere wieder hätte sollen anfangen zu produzieren, das hat einfach nicht funktioniert. Und so habe ich 10 Jahre lang ein Problem gehabt. Das ist dann wirklich eine Welt zusammengebrochen für mich, weil ja, für mich jetzt ein grosses Ziel gegeben, Hockeyspieler zu sein, Profi zu werden. Und ein Haufen von meinen Kollegen haben das geschafft, haben eine grosse Karriere können machen können. Interfos oder auch Reto Stierimann, der dann bei Zürich war, oder auch ein Andi Näser, der zu Lugano gegangen ist. Also in der ganzen Hockeyschweiz hat es dann wirklich Kollegen von mir, die es geschafft haben. Und ja, das ist schon bitter gewesen, dass ich diese Chance wie nicht können wahrnehmen. Ich kann mir eben vorstellen, ich meine, wie hast du dich gefühlt, dein ganzes Umfeld, deine Freunde sind auf dem Weg zum Profi, sind sogar schon Profi-Hockeyspieler und du musst irgendwie sagen, ey, nein, meine Gesundheit lässt nicht zu, dass ich weiterspielen kann. Ich meine, das ist schon bitter. Ja, wirklich, ja, weil das ganze Leben wie auf das ausgerichtet war. Ich meine, wir sind immer auch mit Kollegen zusammen gewesen. Eben, das waren Beat Equilino, Andrea Heller, dann der Kramer in der Gianola, die irgendwann dazugekommen sind und ja, ein Haufen andere, Nando Wieser, Christian Hofstetter, ihr könnt noch einen Haufen Namen aufzählen von Kollegen, die dann irgendwo Fuß gefasst haben, eben vor allem mit der Nazi A. Und ja, darum war es gut für mich, dass ich weg können von Davos. Ein Arzt hat zu mir gesagt, der HCR ist mittlerweile wieder bis in die Nazi A aufgestiegen. Ich habe immerhin noch die Goldmedaille gekriegt als Nazi B-Schweizermeister. Ich habe zwar dort in dieser Saison nicht mehr gespielt, bin aber immer im Training gewesen, ein Teil des Teams gewesen, eine Elite-Junioren gespielt. Cool. Der Arzt hat aber gesagt, ja, immer
ja, den Ball flach halten, nicht zu viel Belastung haben und so weiter. Und dann hat mir aber das Team wirklich auch noch eine Goldmedaille an ACB-Schweizermeister geschenkt, weil ich ein Teil vom Kader war. Ich habe es dann aber eben nicht mehr geschafft, dann dort in die Nazi A. Und der Arzt hat gesagt, geh noch irgendwo Erstliga spielen, bleib einfach dran, weil die Kranken könnte so schnell wie sie kommen, ist auch wieder gehen. Und dann bin ich auf Winterthur Erstliga spielen. Und das hat mir einfach gut getan, dass ich mal in ein neues Umfeld, in eine neue Stadt gekommen bin, an einem neuen Ort gelebt habe. Und so konnte ich ein bisschen auch Distanz gewinnen von dem Ganzen. Und wie alt bist du denn, wo hast du quasi entscheiden, okay, das mit dem Hockey wird jetzt nicht? Ja, ich habe bis 20 beim HCD gespielt und dann bin ich eben auf Winterthur, habe dort gespielt, in der ersten Liga, und habe aber einfach gemerkt, es ist einfach nicht mehr das Gleiche. Ich bin immer einer, der mit sehr viel Energie gespielt hat. Ich bin nicht der Grösste, ich bin nicht ein riesen Kasten. Ich musste mit Tempo, mit Agilität machen, mit viel Laufen und so weiter. Und die Energie, die hat mir einfach gefehlt. Ich habe sehr eine lange Erholungszeit gehabt. Wenn ich heute das Training hatte, dann bin ich am nächsten Tag noch nicht erholt gewesen. Und ich habe einfach gemerkt, ich kann nicht mehr so Hockey spielen, wie das eigentlich zu mir passt. Und habe dann im Verlauf der ersten Liga-Saison gemerkt, ja, das wird nicht mehr mit dem Sport. Das kann so nicht gehen, weil ja, ich habe mir andere Ziele gesteckt und so weiter. Und dann musste ich etwas Neues suchen. Und hast du dich umorganisiert oder umorientiert sozusagen? Ja, ist so. Also ich habe eine Lehre gemacht als Radio-Fernseh-Elektriker. Wir haben so technische Geräte und alles und so. Das hat mich immer fasziniert. Und ich war dort mal eingeladen gewesen für ein Interview beim Radio Eulach. Heute heisst es Radio Top in Winterthur. Als neuer Spieler bin ich dort vorgestellt worden. Und das war Anfang der Saison gewesen. Und schon dort in dem Moment in diesem Radiostudio drin. Und ich dachte, hey, wow, cool da, die Technik, Radiostudio, moderieren, über Sport reden, würde mir eigentlich noch gefallen. Ja, und das ist mir dann im Verlauf dieser Saison immer wieder in den Sinn gekommen, dass ich dachte, hey, wie wäre es denn, wenn ich irgendwie der Reporter wäre? Und dann mit diesen Leuten geredet vom Lokalradio, mit diesen Sportreportern, die wir über unsere Match berichtet haben. Und dann konnte ich dort mal einen Test machen. Und dann haben die gesagt, ja, wir könnten dich brauchen als freie Mitarbeiter. Könntest du über den EHC Winterthur berichten? Ja, und dann habe ich meine Karriere beendet und habe gerade bei Feuer und Flamme gesehen, ein neues Ziel, eine neue Aufgabe. Und habe dann alles in das investiert. Habe dann Interview gemacht und Matchbericht über den EHC Winterthur. Bin freier Mitarbeiter gewesen, etwa ein halbes Jahr. Und nachher ist eine Stelle frei geworden als Sportredakteur. Habe mich beworben, dann haben sie mich auch genommen. Und dann habe ich wirklich so einen Learning-by-Doing-Weg gehabt. Mikrofon in die Hand, raus, gelernt, Beiträge schneiden. Habe jedes Buch verschlungen, das ich gefunden habe zum Thema Medien, Kommunikation, Journalismus. Und dann sehr gute Leute dort auf der Redaktion, die mich gepusht haben, die mich weitergebracht haben. Und dann habe ich 3,5 Jahre beim Lokalradio geschafft und den Rucksack gefüllt mit einem Haufen Erfahrungen und alles. Ist, glaube ich, auch noch gut gewesen. Es war in Winterthur, wo mich eigentlich niemand gekannt hat und so weiter, weil wahrscheinlich habe ich ein paar katastrophale Sendungen gemacht auf meinem Weg zum Lernen und so weiter und so fort. Es ist wahrscheinlich nicht immer alles so gut tönt. Und plötzlich, vor allem habe ich auch angefangen zu zürchern. Ach, schon? Ja, unglaublich. Ich habe fünf von uns nicht Dunstig und Wulchen gesagt, oder? Etwas, was mir als Davoser eigentlich völlig daneben ist. Aber ich habe das Gefühl, ich muss mich da jetzt anpassen. Ich bin jetzt halt da bei einem Winterthur-Radio. Dabei wäre ja der Bündner-Bonus eigentlich genau, noch gut gewesen, oder? Aber auch das war ein Prozess gewesen. Und dann konnte ich dort die Erfahrungen sammeln. Und mit diesem Rucksack konnte ich dann können beim Schweizer Fernsehen bewerben, wo die neue Leute gesucht haben für den Sport. Also wo dann ins Radio gewechselt hast, zu Radio Eulach, heute Radio Top, oder? Ja. Da warst du in dem Fall 2023? Ja, genau. Warte mal. 21 bin ich, 22 bin ich. Und hast du parallel aber dann von Hockey gespielt? Nein, dann bin ich Radio nicht mehr. Oder dort hast du schon aufgehört? Genau, beim Winterthur 21 und dann bin ich wahrscheinlich 22 gewesen, als ich zum Radio gekommen bin. Ja. Und da hast du mit 23 gleich nochmal einen heftigen Rückschlag gehabt, gesundheitlich, oder? Ja, die Geschichte ist noch vorbei gewesen, obwohl ich nicht mehr gespielt habe in dem Sinn. Ja. Habe ich nach wie vor jeden Tag meine Tabletten nehmen, weil ich bin einfach mit dem Cortison nicht los geworden. Immer wenn wir einen gewissen Wert eben unterschritten haben, ist der Eiweißlevel wieder rauf. Dann sind wir wieder rauf mit den Medikamenten und das wieder langsam ausgeglichen. Und dann hatte ich ganz einen heftigen Rückfall dort. Ich hatte ein Blutgrinsel. Ich wusste gar nicht, gewusst, dass es so Auswirkungen könnte haben, weil Eiweiß sind auch Blutgerinnungsfaktoren. Das sind die Faktoren, die steuern in unserem Körper, dass das Blut nicht zu dick und nicht zu dünn ist. Und mit dem Eiweißverlust sind auch die Blutgerinnungsfaktoren ausgeschieden worden oder verloren gegangen. Dann ist das Blut zu dick geworden, dann hatte ich ein Blutgrinsel. Dann bin ich ins Spital, haben sie mir sofort Blutverdünnung gegeben, um das Grinsel aufzulösen. Aus dem ist eine Hirnblutung entstanden. Ganz schlimme Hirnblutung. Und dann bin ich 6 Wochen im Spital gewesen, nur gelegen. Nicht können Fernsehen schauen, weil ich nur Kopf hatte. Ich konnte Radio hören, ich konnte
nicht lesen, nicht aufsitzen dürfen, sondern wirklich bei 6 Wochen im Bett gelegen, an der Decke hochgeschaut. Wir müssen auf Zürich die Intensivstation, dort wäre schon parat, um den Schädel aufzuschneiden und irgendwie probieren, die Hirnblutung zu stoppen. Ich hatte noch 20% Lebenschancen gehabt und ja, aber ich bin da, ich bin Glückspilz, ich bin kein Pechvogel. Aber das ist ja unglaublich, du bist irgendwie 23, Sportskanone, hast du Hockeyprofi werden und dann passiert so etwas, 20% Überlebenschance. Hat es Situation gegeben, wo du gesagt hast, hey, warum jetzt ich? Ich bin ja so sportlich, ich bin topfit eigentlich. Ja, was habe ich gemacht? Permanent gegeben. Weil wenn du den nicht kannst ablenken kannst, weil ich einen permanenten Kopf hatte und sie haben gesagt, wir dürfen dir nicht den Kopf den Schmerztabletten geben, weil das Kopf ist für uns ein wichtiger Indikator, wie es mit dieser Hirnblutung aussieht. Wird sie grösser, wird sie weniger und so weiter. Und von dem her liest du einfach dort, dann hast du den ganzen Kopf und kannst nichts machen, außer im Bett liegen und an die Decke aufschauen. Du kannst nicht aufstehen, du kannst nur im Liegen essen und alles, was man so macht, alles nur im Liegen. Und du bist in einem Zimmer, wo nur alte Leute rundherum sind, auf dieser Station, 80 plus, und du bist der Jüngste dort und kannst nicht aufstehen. Und dann denkst du, was mache ich da eigentlich? Warum bin ich jetzt da? Und das sind dann sehr schwere Momente gewesen. Und wo du auch wirklich selber Selbstmitleid hast und viel zu viel Zeit hast, um über dich nachzudenken. Und das Problem eben genau das ist, und das ist das, was ich dann eben irgendwann lernen musste. Du bist dann wie dort und denkst, hey, helfe mir endlich. Ärzte, was ist los? Kein Medikament, nichts. Man kann doch das machen, das kann man doch lösen. Und man nimmt sich selber viel zu wenig in die Verantwortung rein. Dass man sich eigentlich mal überlegt, was kannst du denn eigentlich jetzt dafür machen? Und ich hätte dort auch gar keine Antwort auf das. Und heute weiss ich, es gibt Antworten. Man ist wirklich selber auch für sein Glück und Gesundheit auch zu einem Teil verantwortlich. Natürlich kann man nicht mit positivem Denken und so weiter alles irgendwie in den Griff kriegen. Aber man kann etwas dafür machen, dass man die Impuls hat und probiert, das selber irgendwie wieder in die Hand zu nehmen. Und das war wirklich dort bei mir ein Moment gewesen, wo ich einfach dort gelegen bin und gedacht habe, ja, wen hilft mir endlich mal jemand, dass ich da wieder rauskomme. Und wo ist so der Umschaltknopf gekommen, wo du gesagt hast, hey, nein, jetzt schaue ich mir das irgendwie positiv an, ich schaue vor. Ja, es war ein wunderschöner Sommer dort, als ich im Spital gelegen bin. Irgendwie Juni, Ende Juni. Aber ich hatte nicht die Storen den ganzen Tag, weil ich das Sonnenlicht auch nicht vertragen habe. Ich war eigentlich in einem dunklen Zimmer rein. Irgendwann dann auch allein in diesem Zimmer. Und das war eigentlich. Und dann sind irgendwann plötzlich zwei mit orangen Overall reingekommen und ein Arzt. Und der Arzt hat zu mir gesagt, ja, wir müssen jetzt sofort von Winterthur auf Zürich ins Unispital fliegen. Wir müssen operieren, weil das ist jetzt eben lebensbedrohlich mit dieser Hirnblutung. Und ich habe wirklich den Arzt dort noch gefragt, er könnte jetzt sterben. Und dann hat er wirklich gesagt, ja, jetzt wissen wir nicht mehr, wie es weitergeht. Und dann sind die gekommen, die Rettungssanitäter, die haben die mich gepackt, die haben mich auf den Schragen getan, die haben mich in den Lift rein, auf aufs Dach rauf. Und schon in dem Moment, wo die gekommen sind und sie richtig angepackt haben, habe ich gedacht, hey, wow, jetzt geht etwas, oder? Nachdem ich da so lange da reingelegen bin und nicht gewusst habe, habe ich plötzlich gemeint, oh wow, jetzt passiert irgendetwas. Und dann haben sie mich rausgeschoben mit dem Wagen aufs Dach raus und dann voll in die Sonne raus. Dann habe ich das erste Mal überhaupt wieder die Sonne gespürt. Habe irgendwie gemerkt, hey, wow, es ist schon warm, es ist schön. Und habe plötzlich so eine Lebensenergie dort gemerkt, in dem Moment, dass ich gefunden, wow, ist eigentlich noch schön und so. Und das hatte ich mir vorher gar nicht mehr gehabt. Und dann ist der Helikopter dort gestanden, haben sie mich eingeladen, den Heli abgehoben und so. Und dort rein, in dem Moment, mit dem Flug auf Zürich, war für mich wirklich so, gewesen, hey, wow, jetzt geht etwas. Und irgendetwas Magisches ist dort in dem Moment passiert, dass ich gemerkt habe, hey, es kann ja weitergehen. Auch, du bist ja quasi wirklich am Leben eigentlich. Und dann bin ich auf Zürich gekommen, dort wäre schon alles vorbereitet für irgendeine grosse Operation. Da haben sie auch noch einen Test gemacht, um mich angeschlossen und so weiter und so fort. Und dann einfach allein schon die Handlungen haben bei mir wie auch noch etwas ausgelöst, dass da etwas gegangen ist. Auf jeden Fall, die Hirnblutung, die ist gestoppt, von allein, ohne Operation. Man hat sich dann auch wieder zurückgebildet und alles. Ich bin dann wirklich lange auf der Intensivstation gewesen, bin dann dort gelegen. 24 Stunden beobachtet von jemandem. Also ich liege dort im Bett rein, angeschlossen, in die Apparatur. Und es sitzt permanent jemand in diesem Zimmer rein. Dann einfach müssen schauen, falls ich irgendwie eben ohnmächtig werde oder irgendetwas. Mhm. Weil die Hirnblutung ist da hinten im Kopf. Und wenn die einfach, die kann noch 1-2 mm grösser werden, dann
dann tauchst und dann bist du weg. Und dann ist wichtig, dass immer jemand rum ist. Ja, und dann, aber dort hat sich das zurückgebildet. Also ohne, dass eine Operation nötig gewesen wäre, ist das alles wieder gut gekommen. Habe zwar dort noch schnell eine Lungenembolie noch gekriegt, hat dann einmal auf die andere Seite ausgeschlagen, aber das ist dann nur noch etwas Kleines gewesen. Auf die Schnelle. Ja, und es ist wieder gut gekommen. Also, ja, und ich bin von Zürich dann wieder zurück auf Winterthur, dann mit dem Krankenauto und bin wieder gesund worden. Und es ist passiert, ohne dass es dann letztendlich eben die Operation gebraucht hat. Und irgendetwas ist dort vorgegangen in mir, dass ich mir wie gesagt habe, ja, also komm, du kannst das eben schon packen. Und ja, es war etwas, was mir bis heute noch bestens in Erinnerung bleibt, was ich mich noch kann erinnern, was ich auch immer wieder vorhole, was sehr wichtig ist im Leben. Und ja, ich konnte dort in einem Alter etwas mitnehmen in mein Leben, wo andere vielleicht nie erleben oder viel später im Leben eine Erfahrung machen. Ich meine, ja, zwischen 20 und 30 habe ich viel Zeit im Spital verbracht, mit Kontrollen, mit Medikamenten. Ich war nicht irgendwie gross gereist und weiss ich nicht was alles, weil ja, mit dieser Gesundheit war man immer in der Nähe von den Nierenspezialisten, alle Monate zu der Kontrolle, selber auch jeden Tag mit so Sticks im Urin Treibhausgehalt kontrolliert und immer auch ein bisschen nervös gewesen, wenn man den Stäbchen dort reingesteckt hat, weil so viel Mal ist dann eben grün gewesen, statt gelb und ich gewusst habe, ich verliere wieder Treibhaus. Und auch nach dem Fall hatte ich noch Rückfälle gehabt, also ist auch dort noch nicht ganz fertig gewesen. Und, aber ich konnte ja, viele Sachen können mitnehmen, die mich heute noch begleiten. Mega eindrückliche Geschichte, Jan. Es ist also, ich habe mich jetzt gerade so gefragt, hast du dich manchmal dann auch noch so gefragt im Nachhinein, was war das in dem Moment? Also, bin ich das gewesen? Ist es ein Impuls gewesen? Familie, höhere Macht, Universum, ja. Gott, whatever? Ja, das ist genau, ich weiss es nicht. Ja. Weiss gar nicht. Alles zusammen. Alles zusammen. Ja, alles zusammen. Es gibt irgendetwas. Man kann sagen, ja, das Universum, der Gott hat einen Plan gehabt. Dir das Problem gibt, quasi Geschichte, ja, um da rauszukommen. Ja, wie auch immer. Es ist auf jeden Fall so ein Moment gewesen. Und ich habe einfach dort in dem Moment gemerkt, wie viel dass ich selber auch kann dazu beitragen kann, wenn ich eben die Verantwortung jetzt auch übernehme für meine Gesundheit und für mein Leben. Und nicht einfach da liegen den ganzen Tag und sagen, machen jetzt ihr mal. Und das war so das Zentrale dort in dem Moment. Und weiss ich, was für Stoffe in meinem Körper in dem Moment ausgeschüttet worden sind. Ich meine, ja, aber dort ist etwas Matschentscheidendes passiert. Wie hat dich das auch sonst jetzt auf deinem Lebensweg bis heute geprägt? Also weißt, gibt es Momente, wo du sagst, hey, dank dem lebe ich heute so bewusst, oder? Unbedingt, ja. Also das Interessante ist, man verliert das eben immer wieder. Ich meine, dort liege ich in diesem Bett und sage, hey, weißt du was, du regst dir in dem Fall nie mehr auf in deinem Leben, wenn du dann da rausgekommen bist und das überstanden hast. Ich meine, für mich so ein Schlüsselmoment war das erste Mal, als ich wieder im Sitzen essen nach etwa 6 Wochen. Wir sind Leute besuchen, auch Kollegen, die haben gedacht, neck mir geht es dem schlecht. Und haben so mitgelegt mit mir. Und ich bin dort gesessen, auf meinem Bettrand und habe mich zu Mittag gekriegt und bin der glücklichste Mensch der Welt. Weil was man vergisst, ist, man passt sich einfach wirklich halt der Situation an. Und wenn man aus dem irgendwie rauskommt, dann ist es auch wieder auf die Bettkante sitzen und im Sitzen essen, nachdem man 6 Wochen gelegen ist. Ist ein grossartiger Moment. In dem Moment hätte ich gesagt, hey, wir können es nicht besser gehen. Wirklich, es ist genau so, hat sich so angefühlt. Und dann geht es einem aber irgendwann besser und alles. Und man kommt zurück ins Leben und man fährt sich an, aufregen und alles wieder in die Sachen. Dann muss man sagen, hey, halt, stopp. Wie war das schon wieder dort in dem Moment? Also, ja, man passt sich dann eben auch wieder der besseren Situation an und will dann eben wieder noch mehr und alles und so weiter. Wenn es einem gut läuft, es könnte einem ja noch besser gehen. Das kommt dann alles wieder. Und dort kann ich mich jetzt aber immer wieder zurückholen und sagen, hey, ja, ich weiss, von woher das kommst und alles. Und es ist, hat mir das Urvertrauen hat es mir wirklich gegeben. Dort, dass ich dem Leben vertraue, dass ich mir sage, hey, du bist für dein Glück selber verantwortlich. Oder sagen wir mal, zum grossen Teil. Ich meine, ich würde jetzt nie sagen, ich kann jetzt immer alles beeinflussen und zum Guten beeinflussen. Nein, ich habe auch nach dieser Zeit logisch schwere Momente, Enttäuschungen müssen verarbeiten und so weiter. Aber ich habe immer wieder die Möglichkeit gesehen, etwas in die eigenen Hände nehmen. Und habe mir immer einfach auch gut überlegt, was kann ich machen, was kann ich dafür machen. Und habe dort gelernt, dass ich nicht so von anderen abhängig bin. Und mein Glück eben nicht auch von anderen abhängig machen, sondern mich immer fragen, was kann ich machen,
für mein Glück. Was mir gerade auffällt, ist so, bei allen Gästen, die wir eigentlich in dieser Sendung haben, es ist immer so das Mindset. Also, was du jetzt genau beschrieben hast, was kann ich dafür tun? Ist das ein Rezept, die Einstellung, das Mindset, dass man das selber tun kann, zum oben an die Spitze kommen oder das zu erreichen, was man gerne würde? Ja, unbedingt. Ich meine, ich finde, es gibt viel zu viele Leute, die jammern, die nörgeln, die unzufrieden sind, wo der ist schuld, Seb ist schuld und das und so weiter und so fort. Und viel zu wenig bei sich selber irgendwie Ansatz suchen, auch wenn es nicht gut läuft. Und andere kritisieren und neidisch sind. Und das bringt dich total aus dem Flow raus. Mhm. Wenn du anderen Leuten etwas magst gönnen, wenn du positiv bist und Sachen optimistisch siehst. Ich weiss, es gibt jetzt Zyniker, die da hören und sagen, ja, schwätzt du nur und alles. Aber hey, ja, es ist mein Weg, okay. Mhm. Ich lasse mir das nicht nehmen. Für mich jetzt passt, für mich jetzt gestimmt. Es muss auch überhaupt niemand das irgendwie so übernehmen. Ich bin überhaupt nicht der, wo anderen will, Ratschläge mir aufdrücken. Ich erzähle einfach nur, wie ich es erlebt habe, wie ich es jetzt für mich empfinde und wie ich es definiert habe. Aber ich bin fest davon überzeugt, man kann auch in der schwierigsten Situation irgendwo mal probieren, okay, mal, was kann ich jetzt selber machen, was habe ich jetzt für Möglichkeiten? Und dann Schritt für Schritt an dem dranbleiben. Und wenn wir schon bei den Ratschlägen sind und bei den Tipps, du hast es selber gesagt, und das geht ja, das kenne ich auch von mir persönlich. Kaum habe ich eine Grippe, fange ich erst einmal schätzen, hey, mir geht es ja eigentlich verdammt gut. Und wie kann man das bewusst, eben, du hast ganz einen harten Schicksalsschlag in dem Sinn gehabt, wo du kannst sagen, okay, ich kann mich jetzt wieder an den knüpfen. Die das jetzt vielleicht aber nicht haben, und man muss es ja nicht unbedingt erleben, um dankbar zu sein und sich das bewusst machen, wie mache ich das heute, wo dir geht es wieder gut, du kannst Sport machen. Wie schaust du, dass du heute gleich noch in dem, weißt du, wie ich meine? In dem Mindset, ja, ich weiß genau, was du meinst. Aber ich habe nicht abgeschweift. Ich musste lernen, ich musste eigentlich auch noch 40 werden, bis ich das noch mehr geschätzt habe. Also selbst nach dem, was ich allem erlebt habe, habe ich das auch noch nicht gut auf die Reihe gebracht. Weil es eben ein Prozess ist, das ganze Leben, wo man immer dran bleibt. Und meine Frau, die mich da immer auch sehr unterstützt hat und auch immer mit gewissen Themen konfrontiert hat und so weiter. Und hat da einen riesigen Anteil daran, dass ich das auch alles irgendwie dann wirklich so gut auf die Reihe gebracht habe. Und eben, mein Tipp ist, es fängt am Morgen an, wenn man die Augen aufmacht. Ich meine, was machen die meisten heute, wenn sie am Morgen die Augen aufmachen? Sie greifen irgendwie über und nehmen das Handy in die Hand und schalten das hin und schauen, der erste Kontakt ist der Bildschirm, oder? Okay, kann man machen. Andere Varianten ist, einmal einfach aufsitzen auf den Bettrand und einmal sagen, ah, okay. Da bin ich, gut, wach, gesund, cool, wie fühle ich mich, was erwartet mich heute? Ja, einfach mal so schnell kurz einen ersten Check machen und bei dem auch noch nicht an irgendwelche Termine und Sachen denken, sondern einfach mal so, hey, mal, ich kann aufsitzen, ich kann jetzt aufstehen und ich kann jetzt den Tag in Angriff nehmen. Selbst wenn es einen schwierigen Tag gibt, mit Herausforderungen, mit was ich was halt. Ich meine, ich sage das auch meinen Kindern, die sind 13 und 16, oder? Und mein Sohn sagt, ja Mann, hey, 6 Uhr aufstehen, 6:30 auf den Zug, was soll ich da? Keine Zeit für das. Und ich kann ihn ja voll verstehen, habe ich auch so gedacht. Und gleich zwischendurch machen sie die Sachen doch auch immer wieder. Aber ja, es ist nicht einfach etwas, wo man irgendwie gerade umsetzt und findet, ja, was ist das so speziell, dass ich jetzt kann aufstehen und alles, aber wenn man das regelmäßig macht und so weiter, glaube ich, dass schon, dass etwas hängen bleibt. Ich kann nämlich gerade sagen, ich meine, eben, du hast Kind, 13 und 16, mhm. Sie haben eigentlich ein perfektes Vorbild, der Vater, wo die Geschichte hat, wo das kann vermitteln kann. Aber das haben wir schon vorher diskutiert und ich habe dich auch gefragt, muss ich so alt werden wie du, ich habe das schon den Marcel live gefragt, um die Erkenntnis manchmal zu haben, hey, es ist ja alles da. Genau. So als Junge siehst du es manchmal wie nicht, du willst immer mehr, es ist auch gut, du willst irgendwie wachsen, cool. Und du musst es erleben. Genau. Aber ich glaube, man muss einfach älter werden. Ja, muss man. Ist das wirklich so? Ja, wobei eben mit meinem Sohn und mit meiner Tochter bespreche ich viel auch so Sachen und probiere ihnen so Sachen mitzugeben. Und dann in dem Moment, wo ich es mache, komme ich mir manchmal dann aber auch vor, ja, jetzt bist du wirklich alt irgendwie, oder, wenn du mit so Sachen besprichst. Aber es sind halt... Es kommt halt nicht von ungefähr, dass halt irgendwo dort etwas übrig ist oder irgendeine Erfahrung rum ist und alles, eine gewisse Weisheit vielleicht eben auch, jetzt rede ich halt eben auch schon so. Und ja, aber wahrscheinlich muss man schon ein gewisses Alter erreichen, ja. Also wunderschön, vielen, vielen Dank für das Teilen von dieser ehrlichen Geschichte. Kommen wir nochmal zu deinem Beruf. Also du hast ja dann weitergemacht, bist schon mit
25 ins SRF, finde ich auch, gell? Also ja, in jungen Jahren, 1. August 1997. Genau, gell? Unglaublich. Unglaublich lang schon im SRF mit dabei. Und dort bist du Moderator dann worden von der Sendung Sport Aktuell, richtig? Ja, noch nicht gerade am Anfang. Noch nicht gerade? Nein. Zuerst bin ich mal ausgebildet worden zum Fernsehjournalist. Ich meine, dort angefangen und noch nicht wahnsinnig viel Fernseherfahrung gehabt. Am Anfang Beiträge realisiert oder mal einen ersten Nachrichtenblock realisiert. So im ersten Jahr war viel Lernen, viel Ausbildung. Und dann habe ich aber schon bald können Tennis kommentieren. Das ist eigentlich dann, ich gewusst, als ich zum Fernsehen kam, mein Ziel ist, dass ich Kommentator werden will. Das war für mich immer Königsdisziplin, nicht zu moderieren. Nach der Asi im Sport, dann, wenn es passiert, live kommentieren, so wie die grossen Kommentatoren, die dort beim Fernsehen geschafft haben, habe ich gefunden, ja, das finde ich, das ist es. Und dann hat der Heinz Pütz aufgehört, Tennis kommentieren, den neuen Tenniskommentator gesucht, der Stefan Bührer, das war dort schon. Und dann hat es auch so ein internes Casting, eine Ausscheidung, einen Test gegeben und dort konnte ich mich dann können durchsetzen und habe dann können anfangen, Tennis kommentieren. Zu einer Zeit, wo Martina Hingis noch Nummer 1 war und noch niemand Roger Federer kennt hat, der war dort 18 und mal ein riesen Talent, aber schon mal auf dem Radar. Und habe dann 7 Jahre Tennis kommentiert und dann den Weg auch miterlebt von Roger Federer. Seinen ersten Wimbledon-Sieg kommentiert 2003 und dann bis 2005 Tennis kommentiert. Du bist also die Stimme gewesen, wo ich noch junger Bub war, der Tennis kommentiert hat. Ja, also gar also nicht mehr mit Heinz Günthard zusammen und der Stefan Bühren. Ich hatte dich immer auch, als Hockey so im Kopf. Aber eigentlich ist Tennis dein Star im SRF. Ja, wo man... Bis sogar 04, gell? Ja, 04. Von 98 bis 05. Ja, genau. 05. Ja, ich glaube, US Open 05 bin ich glaub, noch gewesen, oder? Das ist glaub, das Letzte, was ich dort noch gemacht habe. Ja. Und nachher hast du endlich zurück zu deiner grossen Liebe können. Ist okay. Ja, Hockey kam dann dazugekommen, dann Matchberichte können machen. Und Hockey bin ich immer Interviewer gewesen. Also auch schon an der Hockey-WM 1998 im Hallenstadion habe ich schon Interviews können machen bei der Schweizer Nationalmannschaft. Ich war dort Reporter, gewesen, Journalist mit Kameramann unterwegs, hat die Nationalmannschaft begleitet, verfolgt. Und in der Drittelspause eben auch Interview gemacht. Das war das Erste, was ich gemacht habe im Hockey. Und ab, glaube ich, 0-3 konnte ich dann Hockey kommentieren. Und seit dort, glaube ich, 0-3 habe ich mehr oder weniger jede WM gemacht. Also ich war 20 Mal an der Hockey-WM live dabei gewesen. Ja, genau. Und immer noch mit Flow dabei. Und immer noch mit Flow dabei, ja. Weil, jedes Turnier ist wieder eine neue Geschichte. Jedes Turnier ist wieder anders. Und ja, mit dieser Nazi hast du so viele coole Geschichten erlebt, so viele coole Momente. Das ist nicht etwas, was einem langweilig wird. Und also hat es nie einen Moment gegeben, wo du gesagt hast, hey, jetzt habe ich eigentlich nur lang kommentiert. Oder auch moderiert. Jetzt mache ich wieder mal etwas ich habe immer wieder Sachen geändert. Eben, ich habe aufgehört, Tennis kommentieren im 05, weil ich die Chance kriegt, das Sportpanorama moderieren im 06. Und ich hätte weiter können Tennis kommentieren und Hockey kommentieren und beim Hockey moderieren und Sportpanorama moderieren. Aber ich bin immer einer, der mir gesagt hat, nein, das, was ich mache, das will ich richtig machen, 100%, so gut, wie ich es kann. Und ich will mich lieber auf weniger Sachen konzentrieren und die dafür eben richtig machen. Und auch die Familie war mir immer sehr wichtig. Ich meine, die Kinder sind klein gewesen. Du bist viel unterwegs in diesem Job, dass ich auch gewusst habe, okay, obwohl jetzt der Roger Federer das Tennis so also richtig dominiert und durchstartet und eine riesige Geschichte ist und alles und so weiter und mit dir könnte ich mitbegleiten. Mit etwas muss ich hören. Moderieren, Sportpanorama, ja, eine riesige Chance, möchte ich gerne nutzen. Bin ich halt auch mehr herum, weil das passiert im Studio in Zürich. Mhm. Tennis passiert vor Ort irgendwo auf der Welt. Und Hockey, ja, das ist meine Liebe, mit dem bin ich aufgewachsen, da verstehe ich am meisten davon, da möchte ich sicher dabei bleiben, also trainiere ich mich vom Tennis. Und so Sachen hat es immer wieder gegeben. Ich habe Triathlon kommentiert, Brigitte McMahon, Goldmedaille in Sydney. Ich habe Mountainbike kommentiert, auch bei Olympischen Spielen, wo ich dann auch gewusst habe, irgendwann, okay, geht auch nicht mehr, gebe ich ab. Dann Ski ist dann irgendwann dazugekommen, was mir auch sehr passt hat, Wintersportaffin. Davon hatte viel Kontakt gehabt, auch mit dem Ski. Zuerst als Moderator, dann auch als Kommentator. Habe ich jetzt auch wieder aufgehört, Ski kommentieren, weil ich gewusst habe, okay, ich bin jetzt vor allem in den letzten 15 Jahren so viel unterwegs gewesen, 3 bis 4 Monate im Jahr nicht daheim gewesen, dass ich mehr daheim sein will, bei den Kindern, jetzt in diesem Teenageralter, wichtig, coachen, Lehrstellensuche vom Sohn. Ja, und dann habe ich immer wieder etwas abgegeben. Und von dem her eben, ich habe immer wieder geschaut, ich habe immer gesagt, man muss es in die eigenen Hände nehmen, die Sachen. Und ich habe gelernt, auch eben Nein zu sagen. Ja, mache ich nicht mehr weiter, konzentriere mich wieder auf andere Sachen oder auf bestehende Sachen, dass ich die richtig mache. Und das hat sich eigentlich immer ausgezahlt. Du hast gerade so ein bisschen angesprochen, das Gesetz der Konzentration, so ein bisschen Fokus, oder? Wie wichtig würdest du sagen, ist das allgemein im Leben? Extrem.
also ja, man kann sich verzetteln. Also gerade bei uns, beim Fernsehen, wenn man denkt, oh, wow, da wäre ich gerne dabei, oh, da könnte ich vielleicht noch prominent werden, oh, das ist ja noch eine Sportart, die Haufen schauen, oh, mache ich doch irgendwie auch noch. Ja, ich glaube, Geschichte ist einfach auf fokussieren, auf die Sachen, wo man wirklich richtig dranbleibt, die einem Spass machen. Ich habe zum Beispiel eigentlich nie etwas mit Fußball zu tun gehabt, obwohl es in dem Sinne die grösste Sportart ist, mit der grössten Aufmerksamkeit. Aber ja, es war nie meins. Es ist, immer ist das Hockey ist meins gewesen. Oder eben auch Tennis oder jetzt heute, wo Leichtathletik dazukommt. Ich habe immer gesagt, nein, ich mache das, was dir innerlich entspricht und du wirst es nie erschöpft sein. Ich komme wieder auf das, oder? Das, was einfach zu dir passt und mach lieber diese Sachen und die dafür richtig. Hat es auch weh getan, wo du gesagt hast, jetzt gebe ich zum Beispiel das Tennis ab? Oder ja, schon. Ja, mir war ja bewusst gewesen, was wird passieren mit dem Roger Federer. Und der Stefan Bühr und der Heinz Günthardt, ja, die können die Geschichte wirklich mit dem Weg mit dem Roger Federer gehen und unglaubliche Momente und Sachen erlebt und so weiter. Und, aber ich bedauere es überhaupt nicht, weil ja, mir jetzt andere Türen geöffnet, neue andere Momente gegeben. Und ja, Balance ist mir immer wichtig gewesen, dass ich immer Zeit habe, auch für mich und zum Sport machen und alles, das ist immer wichtig. Also nur einfach auf Sendung sein und arbeiten und Karriere machen und tun, das ist nichts, das ist immer alles, das ganze Paket, da gehört alles dazu. Familie, Freizeit, Arbeiten, das ist Fernsehen, das ist ein Teil von meinem Leben, das ist nie mein ganzes Leben und wird es auch nie sein. Aber hat es Mut gebraucht, manchmal so eine Entscheidung zu fällen? Ja, klar, braucht immer Mut, aber ja, das... Im Nachhinein alles richtig entschieden? Ja, finde ich. Nicht über uns? Nein, wirklich nicht, nein, weil ja, ich habe das auch abgewogen und so weiter, aber irgendwann, man muss auch entscheidungsfreudig sein und einmal einen Weg gehen. Und in dem Moment, wo man es trifft, schon auch wissen, hey, es kommt gut so, wie es jetzt ist. Ich habe mich jetzt in dem Moment aus all diesen Gründen für das entschieden. Also ist es auch der richtige Weg. Urvertrauen. Bist du ein Typ, der eben einfach Urvertrauen hat? Machst du dir zum Beispiel einen Plan oder ich habe dann das Ziel, dort hinzukommen? Oder bist du einer, der sagt, hey, jeden Tag schaue ich neu an? Flow, hä? Flow. Ja, nein, früher hatte ich viel die Ziele. Ich war sehr, sehr ehrgeizig als Hockeyspieler. Nachher auch beim Radio und beim Fernsehen bin ich schon gewesen, unbedingt wählen. Und ich weiss genau noch, wie wir junge Reporter dort waren. Wählen ist jetzt von uns der Erste, der einen Matchbericht machen kann. Wählen ist jetzt der Erste von uns, der kommentieren kann. Das ist wirklich so also ein bisschen der Kampf und so weiter. Also das hatte ich voll gehabt. Und heute habe ich es nicht mehr. Weil, gut, ich habe alle die Sachen dürfen machen, die ich mir zum Ziel gesetzt habe. Hilft natürlich, wenn wir es dann irgendwann erreicht haben. Aber heute... Ich merke eben viel mehr, wie das ganze Paket eben wichtig ist. Und ja, ich bin auch viel achtsamer, ich bin viel mehr im Moment rein. Und in dem Sinn probiere ich mich wirklich vom Leben so ein bisschen zu treiben zu lassen. Auch schauen, was geht. Also ich bin der, der da sagt, ich kann mir gut etwas Neues vorstellen, wenn jetzt etwas Neues in mein Leben hineinkommt. Mhm. Und wenn das soll sein, dann kommt ja auch irgendetwas Neues. Mhm. Und von dem her bin ich nicht irgendwie auf der Suche, sondern ich kann die Sachen machen, die mir wirklich immer noch sehr viel Spass machen. Ich habe immer wieder auch Sachen ausprobiert. Ich war bei Einstein seit 2 Jahren, habe für das Wissensmagazin geschafft, habe hin und wieder mal einen Auftritt gehabt bei anderen Sendungen, also bin immer wieder auch neugierig und habe geschaut. Aber habe immer wieder auch geschaut, was kommt auf mich zu, was bringt mir das Leben, was schenkt mir eigentlich das Leben. Und diesen Weg habe ich gemerkt, der ist super, der funktioniert. Und trotzdem, wir haben viele Junge, die zuschauen und zuhören. Du hast selber 2 Kinder. Wenn jetzt so, gerade sagen wir so 20-Jährige hören, die sagen, hey, ich will irgendwann mal selber Fernsehstar, Fernsehprofi werden oder Karriere machen in der Wirtschaft. Irgendwie braucht es die Ziele gleich, um überhaupt irgendwo herzukommen. Ja, und gleichzeitig braucht es die Balance, oder? Kein Thema, schau, Ziele sind wichtig. Ich meine, Ziele sind wirklich wichtig, weil die helfen einem auch, ja, den Weg einzuschlagen. Und wenn du hart für etwas schaffst, dann musst du ja auch wissen, warum du das machst. Ich meine, das habe ich ja absolut. Ich meine, nicht falsch verstanden, meine Ziele sind natürlich auch, okay, Sonntag habe ich Sportpanorama, ja, dann möchte ich eine super Sendung moderieren. Dann ist ja das auch mein Ziel. Und dann weiss ich aber auch, was es braucht, um das Ziel zu erreichen. Dann braucht es auch die Vorbereitung. Und auch wenn ich schon 100 von diesen Sendungen gemacht habe und eine grosse Routine habe, meine Vorbereitungsarbeit ist immer noch genau gleich und detailliert und präzise und so weiter. Ich weiss genau, was es braucht, weil am Schluss um 6:30 muss ich dort reinlaufen. Ob ich parat bin oder ob ich nicht parat bin, ob es mir gut geht, ob es mir schlecht geht, dann wird die Leistung von mir erwartet. Und wenn mein letztes Sportpanorama gut war,
das nützt mir nichts mehr. Jetzt ist wieder eine neue Sendung. Du musst dich wie immer aufs Neue beweisen. Also, hey, liebe 20-Jährige, nein, klar, ich bin dann absolut bereit, den Extrameter zu gehen. Und das braucht es, oder? Also, der Extrameter nicht geht, der kann es irgendwie gerade vergessen. Man muss immer mehr machen als die anderen. Aber ich meine damit, mehr machen als die anderen und einen Haufen investieren, aber gleich irgendwie auch schauen, dass es einem gut geht. Also, ich hatte auch Phasen, wo ich mich als Kommentator übervorbereitet habe. Ich habe mich so vorbereitet auf mein Kommentieren, dass ich schon fast kaputt war in dem Moment, wo der Match angefangen hat. Und dass ich so viele Informationen in meinem Kopf rein kann, dass ich die fast auch nicht mehr abrufen konnte während dem Kommentieren. Und dann habe ich zwar extrem fleissig geschafft und wahnsinnig viel gegeben, aber einfach falsch. Ohne Strategie. Die Strategie muss sein, was braucht es alles, damit ich parat bin in dem Moment, wo der Match anfängt. Und das ist nicht nur, was für Informationen muss ich haben, sondern wie muss ich körperlich parat sein, wie muss ich mental parat sein. Das gehört eben alles auch in den Prozess rein. Und dann ist eben die Balance wieder wichtig. Und heute weiss ich, wenn ich Sportpanorama moderiere, dann hilft es mir extrem, wenn ich morgen noch eine halbe Stunde gehe, joggen, dann investiere ich die Zeit und bin nochmal draußen gewesen, habe mich nochmal bewegt, habe noch etwas gemacht. Und weiss, das hilft mir dann eben extrem nachher auch am Abend in der Sendung. Und das ist das, was ich den 20-Jährigen auch und den Jungen möchte ich mitgeben. Hart arbeiten, gezielt arbeiten, aber... die Balance. Ja, und es ist auch, ja, vielleicht, hey, meditieren, Yoga, Sport, was auch immer. Ihr müsst euch körperlich, geistig, mental auch gut fühlen. Dann kannst du eben auch die Performance geben. Das eben als Teil von der Vorbereitung eben dazunehmen. Und nicht nur... Büffeln. Wie sieht denn so ein Sonntag aus bei Billeters, wenn du am Abend Sendung hast? Sportpanorama. Ja, dann stehe ich irgendwie im... Wirklich mal melde ich auf. Halb acht auf, sieben, halb acht, ich stehe auf. Dann gehe ich joggen, 40 Minuten. Nachher duschen, dann zum Morgenessen noch mit der Familie. Und dann gehe ich ins Studio, bin ich an einem 10, halb elf dort. Ja, und dann eben vorbereiten, Moderationen schreiben, mit Kollegen Beiträge absprechen, Studiogast vorbereiten, mit dem Produzenten wieder schauen, Sportgeschehen, den tagesaktuellen Sportlauf verfolgen, weil es kann im Sport immer etwas passieren, was wir anders auf dem Radar hatten. Unsere Sendung, die wir am Abend geplant haben, die steht ja vor allem mal auf dem Papier mit diesen Beiträgen in dieser Reihenfolge, wo der Produzent sich alles zurechtgelegt hat. Dann muss man halt schauen, wenn je nachdem beim Skirennen das Ergebnis ganz anders rauskommt, als wir erwartet haben. Oder wenn in einer anderen Sportart jemand viel besser ist und eine grössere Geschichte schreibt, als wir erwartet haben, dann ist es die. Ist man den ganzen Tag volle Pulle dran. Nachher irgendwann einmal umziehen, Maske, ins Studio gehen, Stellproben. Das heisst, ich stehe einmal auf jede Position mit dem technischen Personal, mit den Kameraleuten, mal alles anschauen, die Sendung durchgehen. Dort anfangen, meine Texte auswendig lernen. Wir haben keinen Teleprompter im Sportpanorama. Ich probiere jede Moderation wirklich auswendig zu können. Und dann trifft der Studiogast ein, kurzes Vorgespräch mit dem, ein bisschen schauen, wie es ihm geht. Ich sage immer, das Studiointerview, das fährt nicht in dem Moment an, wo der bei mir auf dem Sofa absitzt, sondern in dem Moment, wo ich ihn schon hinter der Kulisse treffe. Schon dort geht es darum, auch ja, alle in den Flow reinzubringen. Schauen, dass man einen guten Groove hat. Und dann halb sieben reinlaufen, Sendung machen. Ja, und nachher noch Apero mit dem Publikum und 100 Fragen beantwortet zum Fernsehen. Und dann halb neun fertig, viertel vor neun heimfahren. Also eigentlich ein Riesentag. Ja. So ein Sonntag. Das dann am Montag frei. Das ist ein Arbeitstag. Ja, nicht unbedingt. Ja, nicht unbedingt, aber oft am Montag frei. Ja, Samstag, Sonntag arbeiten, Montag, Dienstag frei. Genau. Sehr schön, Jan. Ich habe noch so ein bisschen abschliessend so ein bisschen Fragen zum Thema Flow. Du wirkst für mich wirklich mega irgendwie ausgeglichen, balanciert, wie du so schön gesagt hast. Das ist so meine Frage, was machst du alles für den Ausgleich? Also du hast ein bisschen aufgezählt, meditieren, Yoga, aber... Ja, wie kriegst du das so her, so entspannt da jetzt zocken? Ja, nein, der Schlüssel ist, dass ich es jeden Tag eben mache. Und ich muss sagen, ich habe sehr gute Arbeitszeiten, finde ich, um so flowmässig reinzukommen. Weil wir arbeiten viel am Abend. Das heisst, unser Arbeitstag fällt dann irgendwann am Nachmittag oder nach dem Mittag an. Wenn ich jetzt müsste jeden Morgen irgendwie um halb acht oder irgendwo in einem Büro sitzen, ich weiss nicht, ob ich dann wirklich um fünf Uhr aufstehe, um meinen ganzen Prozess zu starten. Aber wahrscheinlich würde ich es halt gleich machen und dann einfach früh ins Bett gehen. Aber jetzt ist es so, ich stehe auf, auch morgen, irgendwann, die Kinder gehen in die Schule oder der Sohn hat die Lehre, meine Frau steht früh auf. Auch wenn ich am Abend spät zu Ende hatte und vielleicht erst Mitternacht oder nach Mitternacht heimkomme, ich probiere ich morgen gleich irgendwie aufzustehen, so, dass ich mal noch die sehe, bevor es geht. Also irgendwie um 7 Uhr. Und dann mache ich meine Übungen.
habe irgendwie mal angefangen mit Yoga. Ich tue das Yoga kombinieren, also mit anderen Übungen, aber bevor ich eigentlich irgendwie etwas anderes mache, mache ich jeden Morgen einfach mal so meine Übungen. Super, Beweglichkeit, hey, bringt den Körper in Schuss und so weiter, also wirklich mega. Dann meditieren, tue ich auch manchmal, morgen 10 Minuten, wirklich einfach Bettrand sitzen und irgendeine Meditation machen. Und dann ja, mal irgendwie zum Morgenessen, den Tag rein starten oder ich mache Krafttraining vom Sipoba, Balancebrett mache ich viele Übungen. In einem Zentrum in Rapperswil-Jona mit Eigengewicht viel trainieren. Ich gehe joggen, ich spiele eben sehr gerne Golf, ich muss sagen. Das ist meine absolute Leidenschaft, Golf spielen. Und für das habe ich wieder eben super coole Arbeitszeiten, weil ich morgen Zeit habe. Kann ich auf Driving Range ein paar Bälle schlagen. Ich trainiere eben wirklich sehr gerne. Ich bin nicht der Golfspieler, der sagt, ich will nur beim schönen Wetter golfen mit den Kollegen, sondern ich kann auch gerne trainieren, weil ich dort auch super kann abschalten, mich auf das kann konzentrieren kann. Und weil ich irgendwann in meinem Leben irgendwie, weiß auch nicht was, eine bestimmte Anzahl Trainingseinheiten irgendwie mitgekriegt habe und die nicht alle können abarbeiten im Hockey, mache ich das jetzt glaube ich heute noch. Und kann auch morgen mal 9 Loch spielen, bevor ich dann arbeiten kann. Also einfach, der Morgen, der gehört so ein bisschen mir. Ja, die Kinder sind aus dem Haus, meine Frau ist auch beschäftigt, macht ihre Sachen. Und so habe ich die Zeit, die ich nehmen kann, um verschiedene Sachen zu machen, mit Bewegung und allem und so weiter. Und dann ja, bin ich am Mittag daheim, esse mit der Familie zu Mittag und dann gehe ich arbeiten. Und bin einfach so parat zum den Tag in Angriff. Jetzt wird es wieder Leute geben, die sagen, ja gut, wenn ich so könnte meinen Tag planen wie der Jan, ja, dann hätte ich auch so Erfolg. Ja gut, aber warum säckeln denn alle am Morgen um die Zeit ins Büro? Weil sie am Abend natürlich auch um 5 Uhr heim wollen. Aber ich komme dann halt, ja, die Sendung ist dann 20 ab 10 Uhr Sport aktuell oder eins okay aktuell ist, dann halt einfach spät am Abend, geht dann bis um 11 Uhr, Viertel ab, halb 12 Uhr, ich bin dann einfach auch ja, um 12 Uhr wieder daheim. Vom Arbeiten. Das ist natürlich auch schwierig. Es braucht natürlich auch das Umfeld, Familien und so weiter, wo das Verständnis hat für so einen Job. Und darum, ich habe ja darum eingangs gesagt, wenn ich um 7:30 müsste im Büro sein, ich wüsste es nicht. Aber wenn ich meine Zeiten frei könnte wählen, ich glaube, ich würde irgendwie arbeiten von 10 Uhr bis 7 Uhr oder irgend so etwas. Oder? Ich merke es dann auch, ich habe ja oft auch Vorbereitungstage. Und die gestalte ich dann aber auch dementsprechend. Also dann mache ich auch am Morgen meine Sachen. Und dann halt am Abend lege ich dann vielleicht nochmal irgendwie eine Schicht rein, wenn das halt nötig ist. Aber wenn ich zurückdenke, als ich Ski kommentiert habe, dann musste ich wirklich immer sehr früh aufstehen. Und ich bin wirklich jeden Morgen eine halbe Stunde früher aufgestanden, als ich hätte müssen, weil ich gesagt habe, ich mache meine Übungen. Yeah. Auch wenn wir am Morgen um 7 Uhr aus dem Hotel raus und auf die Pistenbesichtigung, also wirklich richtig früh, bin ich halt um 5:30 aufgestanden. Sehr schön. Also es geht. Vielleicht noch zu deinem Job, Jan, wenn man so ein bisschen in den Medien ist, wie du. Ich habe ja dir vorher gesagt, und du hast mir zwar gesagt, das sei nicht so, es gibt auch Fans, die dich kritisieren, aber für mich bist du immer so der Moderator, der kommt einfach bei allen gut an. Ist das, weil der Bündner da irgendwie da in Zürich ist, habe ich dann das Gefühl? Oder was ist da dein Rezept? Hey, ich kann das nicht sagen. Ich freue mich sehr, dass einfach ich so viele positive Rückmeldungen habe. Ich probiere einfach immer nach bestem Wissen und Gewissen meinen Job machen, um mich selber zu sein. Ich habe nichts anderes zu bieten, ich kann einfach nur das sein, was ich bin. Und das ist schon viel. Ich probiere einfach nicht irgendetwas anderes zu sein. Ich weiss genau, was ich auch nicht kann. Mhm. Unbedingt. Es ist alles, lange nicht alles perfekt. Es gibt Leute, die mich kritisieren. Keine Frage. Sehr viel Kritik habe ich schon gekriegt. Gut, gefühlt nimmt mir ja Kritik immer noch ärger als Lob, lustigerweise. Oder? Aber ja, ich habe auch gelernt, es gibt kritische Stimmen, kein Thema. Oder? Ich meine, wenn man in den Playoff drin ist, ich habe den Davoser Stempel auf der Stirn und so weiter. Wobei, ich glaube, die Leute in der Hockey-Szene mittlerweile auch merken, ja, man ist ja in diesem Job in der ganzen Hockey-Schweiz unterwegs und du triffst die Spieler von der ZSC1 genauso wie die vom SCB und auch die vom HCD und so weiter und so fort. Und in dem Moment, wo ich auch irgendwie berichten und auf dem Sender bin, dann will ich ja meine Eigenleistung ins Zentrum stellen. Dann interessiert mich nur, ist es jetzt mir gelungen, einen guten Match zu kommentieren oder eine gute Sendung zu moderieren. Was nützt mir das, wenn jetzt irgendein Verein gewinnt und ich finde, Mann, heute habe ich aber wirklich schlechte Fragen gestellt und alles. Das nützt mir nichts. Und ich wohne jetzt in Rapperswil-Jona, mein Sohn spielt im Nachwuchs von den Lakers. Also, ich bin jeder Neutralste. Nein, es ist gut draussen so und ich hoffe, es bleibt so. Also gibt es vielleicht gleich noch einen Profi-Billeter im Schweizer Eishockey irgendwann? Ja, der ist ja gerade hart am Kämpfen im Moment, ja.
Er ist klein und leicht, er stammt von mir ab. Heute sind unglaublich physisch zum Teil, wie gross das schon sind. Aber er beißt, er kämpft. Aber er hat sehr Freude an seiner Lehre. Absolut Freude. Ist bereit, dort auch den extra Meter zu gehen. Und ich merke, wem das gefällt. Und das ist super. Und eben, das ist das Wichtigste. Wie bist du eigentlich zur Einstellung zu der Lehre? Ich habe mir jetzt gerade überlegt, du hast die Lehre gemacht, aber hast du eigentlich gar nie gebraucht für das, was du machst heute? Ja, sag nicht. Ich habe Radio, Fernsehen, Elektriker gelernt. Oder? Ich habe noch gelernt, Videorekorder zu flicken. Und, meine Beruf gibt es schon fast gar nicht mehr, oder? Ja, es hat sich total gewandelt, weil sich die Geräte natürlich so extrem gewandelt haben. Und von dem her ist es schon ein spezieller Beruf, den ich gelernt habe. Weil wenn ich dann Spitzensportler geworden wäre, dann hätte ich irgendwie nach, weiß auch nicht was, 15 Jahren nicht mehr auf dem Beruf meine Karriere beendet und hätte gesagt, ja, da bin ich wieder zum Videorekorder flicken. Oder, ja, genau. Hätte ich mich nicht mehr brauchen können. Und so ja, ist dann mein Weg in eine andere Richtung gegangen. Also ich habe wirklich nur ganz kurz auf meinem Beruf geschafft, aber ich empfehle jedem, der Lust hat, eine Lehre zu machen. Mein Sohn macht auch eine Lehre. Ich finde es absolut super, eine Lehre zu machen. Obwohl ich eigentlich in einem Umfeld arbeite, wo die Leute sind, die das Gymi gemacht haben, wo Studium gemacht haben. Ich frage mich heute manchmal noch, würden die mich heute noch einstellen? Und ich glaube, nein, sie würden mich nicht mehr einstellen, weil ich merke, man schaut heute noch viel mehr auf Diplom und auf Abschlüsse und so weiter und so fort. Und ich muss sagen, damals, Matthias Hüppi war dort der Chef von der Sportaktualität. Der hat mich dann letztendlich eingestellt und mir die Chance gegeben. Da bin ich ihm wirklich riesig, riesig dankbar, weil allein von dem, was ich in meinem App abgegeben habe, ja, im Vergleich zu anderen, hätte es wahrscheinlich nicht gelangt. Und ist gut, hat man vielleicht noch auf ein paar andere Sachen geschaut. Ja, heute ist wirklich die Welt, was hat man gelernt oder für einen Abschluss? Ja, ich finde, man schaut auch, was jemand für eine Persönlichkeit, für einen Typ ist und alles. Und ich hoffe schon, dass das irgendwie nicht zu kurz kommt, dass die Typen, die es da draußen gibt, dass sich die eben, ja, ich meine, im besten Fall haben sie noch ein gutes Gefühl, das Mäppli. Ich meine, nein, die Ausbildung ist natürlich schon sehr gut geworden von vielen, aber ich finde, das ist nicht. Diplom sind dann schon nicht alles, aber ein Hut ab von jedem, der einen Haufen hat. Oder? Ich, der nicht so einen Haufen hat, muss das natürlich sagen. Ja, genau. Abschließend, Jan, willst du noch irgendetwas denen, die jetzt zuhören und zuschauen, mit auf den Weg gehen oder sagen? Leck mir, wie ich anfange zu reden, mit dem, was ich jetzt sage. Aber es ist irgendwie halt meine Message. Geniessen den Tag, jeden Moment. Und lebt achtsam und dann sind wir im Flow, weil ich glaube, es gibt so viel, wo jeden Tag rund um einen herum passiert, wo man gar nicht registriert und wahrnimmt. Und wenn man es einmal macht, dann merkt man erst, hey, wow, es ist eigentlich recht viel Cooles, was da rundherum passiert. Ich mag mich jetzt gerade eben an meinen allerersten Spaziergang erinnern, den ich machen durfte, nachdem ich da zum Spital rausgekommen bin. Ich wirklich, bin eben irgendwie 23 und wie ein Pensionierter irgendwo ganz langsam ein Weg gelaufen. Oder? Smartphone hatten wir dort noch keins. Und bin einfach draußen und rumgelaufen. Und es war grandios. Und dann muss ich sagen, ja gut, irgendetwas scheint es da draußen irgendwie schon noch zu geben, wo man vielleicht eben nicht immer so wahrnimmt, wenn man immer auf den Display schaut. Wunderschönes Schlusswort. Letzte, allerletzte Frage, Jan. Dein Flow-Level jetzt am Schluss von dieser Sendung. Du hast viel geredet, viel tolle Input. Jetzt bin ich von 8 auf 8,5 aufgekommen. Ich bin 9. Das ist doch toll. Heute Abend noch Sendung. Vielleicht will ich mir alles das wieder in der Reihe. Ja, vielleicht will ich mir eben jetzt in dieser Sendung, ich rede ja nicht mehr regelmäßig über das, wie lange habe ich auch gar nicht mehr in den Medien gerne über das geredet, weil ich überall immer auf das Thema angesprochen worden bin und ich will sagen, hey Mann, ich will nicht der sein, der da jetzt seine Leidensgeschichte ausbreiten, weil ganz wichtig, ich bin kein Pechvogel, ich bin ein absoluter Glückspilz, ich bin da, mir geht's gut und ich will da nicht irgendwie auf Tränendrüsen drücken, aber weil ich jetzt schon lange nicht mehr gemacht habe und sich das Publikum ja vor allem auch wieder gewandelt hat, habe ich jetzt heute gefunden, bei dieser Gelegenheit reden wir wieder mal über das und vielleicht, weil mir jetzt auch das alles wieder so durch den Kopf durchgegangen ist, merke ich jetzt wieder, hey, es geht mir gut. Freut mich sehr und ich wünsche dir nur das Beste für die Zukunft. Merci, und dass du weiterhin auch ein Glücksvogel und nicht ein Pechvogel bleibst. So ist es doch. Danke mal, Jan. Danke dir. Das ist der Hampe, eine Stehlampe. Dass er gut aussieht, sieht man ihm an. Und dass er ein Hellen ist, merkt man, wenn man ihn anmacht.
Und seinem letzten Arbeitsplatz auf jeden Fall, Teppichetage, ist er der Held von allen. Ja, ja, ohne Seich. Und wenn eine Frau ihn anmacht, dann jagt sie mal für die Sicherung raus. Große Auswahl, kleine Preise. Bestellen Sie Ihre Büromöbel auf tradingzone.ch.